So, jetzt bin ich hier im Windpark mit den D-Wind D6. Da sind sie. Und das hier ist die Anlage, auf der ich als kleiner Junge mal drauf war. Die Anlagen sind von 2002. Der Bürgermeister von Hahnweiler, der damalige Bürgermeister, ist ein Arbeitskollege oder war ein Arbeitskollege von meinem Vater. Und der hat damals den Bau der Anlagen initiiert. Und da durfte ich dann auch mal mit hoch. Krass, das ist 18 Jahre her. So lange war ich schon nicht mehr hier. Aber sie stehen noch. Da muss man damals noch mit der Leiter hochklettern. Das war echt krass. Heute kann man easy mit dem Fahrstuhl hochfahren, aber damals war es nicht so einfach. Eine Anlage steht, aber die, die sich dreht, ist die, auf der ich drauf war. Das waren damals so krass riesige Anlagen. 91 Meter Turm und jetzt sehen die echt mini aus. Hier hinten dran ist die Vestas V112, die gehört noch zu Freisen. Hier die 2 D-Wind, die stehen in Rheinland-Pfalz, die V90 im Saarland. Jo, hier hinten dran sieht man dann nochmal die V136 im Windpark Freisen mit 166 Meter Nabenhöhe. Die ist auch wieder, drehen sich jetzt auch wieder. Und die weiße Tagesbefeuerung ist richtig cool. Wenn heute scheint die Sonne so doll. Ein dunkler Himmel sieht man es besser, aber eine schöne helle Tagesbefeuerung. Jo, diese Anlagen hier. Das sind 3 Südwind S70, die gehören auch noch zu Freisen. Da habe ich gelesen, das soll mit Repowering stattfinden. Hier die 2 linken Anlagen sollen durch eine V136 ersetzt werden. Wann das geschehen soll, keine Ahnung. Jo, hier steht jetzt auch, die Anlage gehört auch noch zu Freisen. Die E82 hier, die ist auch noch relativ neu. Hier hinten ist dann der Windpark Wolfersweiler. Das ist auch schon Saarland. Hier stehen noch 2 kleine E40. 82, 85 Meter Turm nehme ich an. Ah, und diese E82. Und hier vorne die beiden. Das ist schon wieder Rheinland-Pfalz. Das ist schon wieder ein anderer Windpark. Das ist ein bisschen verwirrend hier. Ich habe hier so einen Schatten, das ist ganz angenehm. Hier hinten sieht man dann nochmal schön den Windpark Freisener Höhe, wo ich vorhin war. Da scheint wieder ein bisschen mehr Wind zu gehen. Drehen sich wieder ein paar mehr Anlagen. Die Enercon sind alle wieder in Betrieb. Genau, Freisen liegt halt unten im Loch und rundherum sind halt Hügel. Und da haben sie dann überall ihre Anlagen stehen. Jo, hier hinten nochmal ein anderer Windpark. Auch mit, ich glaube, es sind Fuhrländer. MD-77, E-82. Da hinten, das ist jetzt alles Saarland. Oder vielleicht ist auch noch Rheinland-Pfalz. Ich bin mir nicht sicher, wo die Grenze da lang läuft. Stehen auch nochmal einige Windparks. Hier hinten stehen, glaube ich, auch E101. Aber cool, dass die D-Wind sich hier noch dreht, dass es die beiden Anlagen noch gibt. Bin mal gespannt, wie lange die noch stehen, ob die irgendwann mal repowered werden. Bislang weiß ich nichts. Aber die sind jetzt auch schon 18 Jahre alt, also da wird es vielleicht auch die nächsten Jahre soweit sein. Aber cool, dass ich nochmal hier war und sie mir angeschaut habe. Ich stehe genau unter der Anlage, auf der ich vor 18 Jahren drauf war. Die D-Wind D6. Und die sieht noch relativ gut aus. Und sie dreht sich sogar.
krass. Aber wenn man sich jetzt mal so die E82 im Vergleich anschaut, hinten dran, da sieht die echt richtig klein aus. Krass. Zu der E82 hier rechts gibt es auch eine Geschichte. Die wurde beim Sturmtief Bennett, ich weiß jetzt nicht mehr genau wann das war, ich glaube Anfang letzten Jahres, wurde die Anlage komplett zerstört. Da ist ein Blitz ins Rotorblatt eingeschlagen und Teile des Rotorblatts sind die Autobahn geflogen. Die Anlage steht ja direkt an der Autobahn, das ist die A62 Richtung Trier. Und die Autobahn war für mehrere Tage gesperrt. Das Maschinenhaus war auch beschädigt. Ich glaube, das ist ein anderes Rotorblatt auch noch. Also Maschinenhaus und Rotorstern wurden komplett abgenommen und die Anlage musste neu aufgebaut werden. Aber jetzt läuft sie wieder. So, dann war es auch von dem Windpark hier. Dann werde ich mich nochmal auf den Nachhauseweg machen. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder.